Der vorläufige Erbe. Solange der Erbe sein Recht zur Ausschlagung noch nicht verloren hat, ist er lediglich vorläufiger Erbe. Der Nachlass befindet sich in der Phase zwischen Erbanfall und Annahme bzw. Ausschlagung in einem rechtlichen Schwebezustand. Durch die Ausschlagung oder die Anfechtung der Annahme verliert der Erbe rückwirkend die Rechtszuständigkeit für den Nachlass und damit seine Verfügungsberechtigung. Den Rechtsgeschäften, die er während der Schwebezeit für den Nachlass vorgenommen hat, wird nachträglich die Grundlage entzogen. Dabei muss das Gesetz einen Ausgleich zwischen den Interessen der beteiligten Personen herstellen. Dazu erklärt § 1959 Absatz 1 BGB die Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag, § 677 folgende BGB für anwendbar. Es handelt sich um einen beschränkten Rechtsgrundverweis, da ein Fremdgeschäftsführungswille beim vorläufigen Erben regelmäßig fehlt. Trotz der Rückwirkung der Ausschlagung finden die § 2018 folgende BGB keine Anwendung, da der vorläufige Erbe sein Erbrecht im Zeitpunkt der Erlangung des Erbschaftsbesitzes zunächst rechtswirksam besessen hat. Die Surrogation nach § 2019 BGB gilt ebenfalls nicht. Bis zur Ausschlagung ist der vorläufige Erbe berechtigter Besitzer, sodass Ansprüche aus den § 987 folgende BGB ausscheiden. Hat der vorläufige Erbe im Rahmen berechtigter Geschäftsführung, also § 683 BGB, gehandelt, bestehen keine bereicherungsrechtlichen oder deliktischen Ansprüche, da insoweit ein Rechtsgrund bzw. ein rechtfertigender Grund vorhanden ist. Den Schutz beteiligter Dritter bezweckt § 1959 Absatz 3 BGB. Danach sind Rechtsgeschäfte, die gegenüber dem vorläufigen Erben vorgenommen wurden, auch nach dessen Ausschlagung gegenüber dem endgültigen Erben wirksam. Der vorläufige Erbe ist aber weder Vertreter noch Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfe des endgültigen Erben. Auch muss sich der endgültige Erbe das Verhalten des vorläufigen Erben nicht zurechnen lassen. Der endgültige Erbe. Der Alleinerbe tritt in die Rechtsstellung des Erblassers ein, also in alle Vererbbaren Aktiva und Passiva. Häufig muss er sich einzelne Gegenstände erst noch beschaffen. Dazu dient der in den § 2018 bis 2031 BGB geregelte Erbschaftsanspruch. Er ist ein Gesamtanspruch des wahren Erben gegen den Erbschaftsbesitzer auf Herausgabe des gesamten Nachlasses. Der Erbschaftsanspruch besteht neben den schuld- oder sachenrechtlichen Einzelansprüchen. Diese werden aber gegebenenfalls modifiziert, vergleiche § 2026 oder § 2029 BGB. Der Erbschaftsanspruch nach § 2018 BGB kennt folgende Tatbestandsvoraussetzungen. Erstens, es ist ein Erbfall eingetreten. Zweitens, der Gläubiger des Anspruchs ist der Erbe. Drittens, der Schuldner des Anspruchs hat etwas aus dem Nachlass erlangt. Viertens, er hat dies aufgrund eines ihm in Wirklichkeit nicht zustehenden Erbrechts erlangt. Gläubiger des Erbschaftsanspruchs ist der wahre Erbe. Passiv legitimierter Schuldner des Erbschaftsanspruchs ist, wer aufgrund eines ihm in Wirklichkeit nicht zustehenden Erbrechts etwas aus der Erbschaft erlangt hat. Man spricht vom Erbschaftsbesitzer. Die Erbenhaftung. Der Erbe haftet nach § 1967 Absatz 1 BGB für die Nachlassverbindlichkeiten. Darunter versteht das Gesetz die vom Erblasser herrührenden sogenannten Erblasserschulden sowie die den Erben treffenden Verbindlichkeiten, die Erbfallschulden, § 1967 Absatz 2. Die Haftung des Erben für die Schulden des Erblassers stellt die Kehrseite seines erbrechtlichen Vermögenserwerbs dar. Der Erbe haftet nach dem Erbfall unbeschränkt, kann aber seine Haftung beschränken. Zur Beschränkung der Haftung des Erben hält das Gesetz mit der Nachlassverwaltung und der Nachlassinsolvenz, § 1975, zwei förmliche Verfahren bereit. In beiden Fällen erlangt der Erbe durch die Absonderung des Nachlasses von seinem Vermögen eine Beschränkung seiner Haftung gegenüber sämtlichen Nachlassgläubigern. Bei einem Nachlass, durch den nicht einmal die Kosten für die Nachlassverwaltung oder das Nachlassinsolvenzverfahren gedeckt würden, kann der Erbe bereits durch die Erhebung der Dürftigkeitseinrede, § 1990 Absatz 1, seine Haftung auf den Nachlass beschränken.
Entsprechendes gilt für den überschwerten Nachlass nach § 1992. Um sich einen Überblick über den Schuldenstand des Nachlasses zu verschaffen, kann der Erbe die Nachlassgläubiger gemäß § 1970 im Wege des Aufgebotsverfahrens zur Anmeldung ihrer Forderungen auffordern. Gegenüber den ausgeschlossenen Gläubigern beschränkt sich die Haftung nach § 1973 auf die dem Erben nach der Befriedigung der nicht ausgeschlossenen Gläubiger verbliebene Bereicherung. Das Gleiche gilt für einen Nachlassgläubiger, der seine Forderung erst später als 5 Jahre nach dem Erbfall gegenüber dem Erben geltend gemacht hat. Als nur vorläufige Mittel der Haftungsbeschränkung stehen dem Erben schließlich die aufschiebenden Einreden aus Paragraphen 2014 und 2015 BGB zur Verfügung. Mehrere Erben haften als Gesamtschuldner, Paragraph 2058. Miterben können vor der Teilung nach Paragraph 2059 Absatz 1 Satz 1 eine vorläufige Haftungsbeschränkung auf den Nachlass und ihren Miterbenanteil herbeiführen. Die Möglichkeit der Haftungsbeschränkung wird dem Erben nicht unbegrenzt eingeräumt. Aus Gründen der Rechtssicherheit verliert er sein Recht zur Haftungsbeschränkung gegenüber sämtlichen Nachlassgläubigern, wenn er nicht innerhalb einer vom Nachlassgericht auf Antrag eines Nachlassgläubigers gesetzten Frist ein Verzeichnis über die Aktiva und Passiva seines Nachlasses erstellt, das sogenannte Inventar, oder wenn er dieses Verzeichnis absichtlich unrichtig anfertigt. Gegenüber einzelnen Nachlassgläubigern verliert der Erbe das Recht zur Haftungsbeschränkung, wenn er seine Pflicht zur eidesstattlichen Versicherung der Richtigkeit des Inventars nicht nachkommt.